Alles Wichtige rund um die Karakuri in Wild Hearts, also die Gebäude, die ihr bauen könnt. Wie verbessert ihr sie? Was gibt es überhaupt? Was solltet ihr skillen? Und mehr bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnati. Auf dem Kanal dreht sich alles rund um Gaming. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo zu begrüßen. Und das Ganze hier ist Teil 4 der Jagdschule zusammen mit EA Games. Und wenn ihr noch nicht im Wild Hearts unterwegs seid, dann checkt gerne mal unten den Link in der Videobeschreibung aus und holt's euch. Wie gesagt, geht es heute rund um die Karakuri, das heißt alle möglichen Arten von Konstruktionen in dem Spiel, die ja dieses Game auch wirklich ausmachen, neben der Jagd. Deswegen, erstens, wie verbessern wir eigentlich Karakuri? Das ist ganz einfach, hier auf den Karakuri Skilltree gehen und dann das Ganze skillen. Bedeutet, ihr müsst ein paar Ressourcen dafür bekommen. In diesem Fall sind es die Kemono-Kugeln, die hier die Voraussetzung bilden. Für die Sprungfederverbesserung brauche ich zum Beispiel 750. So einfach ist es auch schon. Punkt Nummer 2. Welche Arten von Karakuri gibt es eigentlich? Die erste Art von Karakuri sind Basis-Karakuri. Die kriegt ihr direkt am Anfang des Spiels schon vorgestellt. Das sind zum Beispiel hier diese Kiste, eventuell auch hier dieser kleine Gleiter, den ich persönlich sehr liebe, die Sprungfeder, die Fackel und mehr. Was braucht ihr, um das Ganze zu craften? Faden. Den findet ihr ja überall in der Welt. Dafür auch einfach mal den Jagdblick drücken und im Zweifelsfall habt ihr noch irgendwas übersehen, was euch Faden geben könnte. Das ist dann so hinterlegt, in diesem Fall dieser Felsblock. Super praktisch, vor allem im Fight. Die zweite Sache, die es gibt, das sind die Drachen-Karakuri. Das sind mehr so Basiskonstruktionen, nützliche Tools und größere Sachen, wie die Flugleine, einfach nur ein dekoratives Schild, eine Feldschmiede oder das praktische Jagdzelt, was es euch ermöglicht, den Teleport über die Karte zu nutzen. Davon gibt es auch mehr als man denkt und über das Spiel sammelt man dann schon so einige zusammen. Unter anderem so eine gemütliche Bank. Ja, Drachen-Karakuri benutzt ihr, um eure Lager zu bauen oder um die Map zu verändern. Dazu gleich ein bisschen mehr. Die dritte Art von Karakuri sind die Fusions-Karakuri. Fusions-Karakuri fusionieren Basis-Karakuri, also die erste Art, für die wir Faden brauchen. Ich glaube, das erste Fusions-Karakuri, was ihr lernt, ist das Bollwerk. Das hält ziemlich was aus und da könnt ihr dann eben auch von runterspringen. Ziemlich praktische Sache. Wie ihr die benutzt, dazu später mehr. In jedem Fall solltet ihr beim Craften von Basis-Karakuri rechts oben mal hingucken, denn da seht ihr auch schon die Shortcuts für die Fusions-Karakuri abgebildet. Falls ihr also mal quasi das Rezept vergessen habt, dann könnt ihr das da einfach nachschauen. Ja, und mir fehlen jetzt ein paar Fäden leider für das, was ich eigentlich machen wollte. Machen wir aber erstmal weiter mit Punkt Nummer 3. Tipps zum Drachen-Karakuri oder zu den Drachen-Karakuri. Erst einmal ist es Grundvoraussetzung, dass ihr dafür einen Drachenschlund habt oder ausgebaut habt, müsst ihr ja sowieso ziemlich früh im Spiel machen. Was viele von euch vielleicht nicht wissen, ist, dass ihr die auch über die Karte verbessern könnt. Sprich, ihr seid einfach auf der Karte unterwegs, klickt hier auf Vergrößern und da könntet ihr das Ganze verbessern. Rote Karakuri sind übrigens auf Stufe 2 in diesem Fall und dieser normale Standardton, dieses bräunliche, das ist eine Stufe 1. Ausgegraute, die habt ihr noch gar nicht gefunden, da solltet ihr also mal hin, also einfach die Markierung gesetzt und den Weg gefunden. Für mich sind die Drachen-Karakuri halt besonders praktisch, um hier so wirkliche Lager aufzubauen. Vor allem am vom Spiel vorgeschlagenen Lagerpunkten, weil da könnt ihr eben ein Jagdzelt aufstellen, ohne dass das allzu viele Ressourcen schluckt und habt so praktische Teleportpunkte für eben wenig Ressourcen. Solltet ihr also unbedingt nutzen, wenn ihr irgendwo aufploppen seht, hier ist ein Lager. Grundsätzlich benutzt man ja Drachen-Karakuri, um sich die Map zu verbessern und das ist vor allem im Multiplayer super wichtig. Immer wieder sehe ich Leute, die keine ausgebaute Karte haben und das ist total unpraktisch, wenn ihr da zusammen mit den Leuten spielt. Also nehmt euch wirklich die Zeit, baut selber Fluglinien überall hin, wo es praktisch sein könnte, wo ihr mal eine Abkürzung braucht. Ja, und dann freuen sich die Leute auch, wenn sie bei euch reinkommen, überall Teleportpunkte sind, Fluglinien, immobil seid und, und. Es gibt auch einige Drachen-Karakuri, die euch im Kampf helfen, zum Beispiel so ein Werfer. Und ich bin hier an einem Spot, wo häufiger mal Kemono sind. Also hier einen Werfer zu platzieren, könnte ganz smart sein. Die stehen dann meistens eben hier auf diesem Spot drauf, kann man sich also so ganz gut vorbereiten. Es gibt auch Drachen-Karakuri, die eben passives Einkommen produzieren quasi. Also zum Beispiel Erze oder irgendwelche anderen Produkte. Hier zum Beispiel der Tsukumo, Schrein des Erzes. Ein himmlisches Tsukumo-Lager ist auch ganz praktisch, daraus kriegt ihr dann Fäden. Es gibt auch Wildtiergehege und natürlich klassische Weiterverarbeitungs-Drachen-Karakuri. Da würde ich euch wirklich empfehlen, packt das Ganze nach Minato. Das ist wirklich eine gute Idee, denn da geht ihr ja eh immer wieder hin und da möglichst viele von diesen, ja, ich nenne es mal passiven Einkommens
Drachenkarakuri zu haben, ist einfach eine super smarte Sache. Punkt Nummer 4, die Basis-Karakuri. Dazu einfach mal ein paar kleine Infos. Die sind natürlich besonders praktisch im Kampf, wobei den Gleiter benutze ich auch einfach so zwischendurch, um vorzukommen. Aber ihr solltet wissen, dass die diverse Spezialangriffe freischalten und ihr so eben auch im Kampf besondere Vorteile haben könnt, wenn ihr die eben benutzt. Ein Beispiel wäre die Kiste, von der ihr abspringen könnt für einen Spezialangriff. Super praktisch und super stark. Da vergleicht man das mit einem einfachen Schuss, dann ist das einfach nicht zu vergleichen. Im Fall des Bogens triggert die Sprungfeder zum Beispiel einen Multishot, der dann auch nochmal extrem viel Schaden macht und die Gegner präpariert für den nächsten Schuss. Den könnte ich dann zum Beispiel hier wieder von so einer Kiste launchen oder eben von meinem geliebten Flieger. Benutzt die unbedingt, die bringen euren Kampf einfach wirklich aufs nächste Level und sind unglaublich wertvolle Ergänzungen zu eurem Waffentoolkit. Man muss die eigentlich benutzen. Darum geht es hier in dem Spiel. Und wenn man die nicht benutzt, dann verschläft man wirklich jede Menge Spaß. Ich muss gestehen, am Anfang habe ich mich so ein bisschen davor gesträubt. Aber je länger ich das gemacht habe, umso mehr habe ich gesehen, okay, die Kemono fallen halt in der Hälfte der Zeit. Es ist wirklich unglaublich wichtig, das zu machen. Das Wichtigste ist es erstmal überhaupt, das Ganze zu benutzen. Fangt langsam an. Lernt die Basis-Karakuri einfach auch sukzessive kennen, konzentriert euch vielleicht immer auf eins, was ihr cool findet. Wie zum Beispiel hier diesen wunderschönen Gleiter, mit dem ihr dann die ganze Map erkunden könnt. Ja, und euch auch natürlich vor Fallschaden bewahrt. Einfach unglaublich praktisches Tool. Punkt Nummer 5, die Fusions-Karakuri. Und die sind natürlich vor allem im Kampf interessant. Das heißt, wir sollten uns jetzt mal einen Gegner suchen. Nehmen wir mal hier das Smaragdgleiterchen. Man muss sagen, ihr braucht natürlich einiges an Karakuri-Fäden, wenn ihr im Kampf eben diese Fusionskarakuri benutzen möchtet. Dafür produziert aber euer Tsukumu über den ganzen Fight Fäden. Die könnt ihr dann einfach verwenden. Und so steigt das dann so langsam wieder an, wenn man lange mal eine Pause macht im Konsum. Und es gibt eigentlich gegen jeden Gegner so ein, zwei Fusionskarakuri, die super gut sind. Die Harpune zum Beispiel ist vor allem gegen fliegende Gegner ganz gut oder eben gegen Gegner, die super mobil sind, wie zum Beispiel vielleicht auch hier dieses Smaragdhörnchen. Gut, die Harpune hat jetzt leider nicht getroffen, aber da kann ich jetzt an der Stelle nichts für. Aber ihr könnt die halt auch super gut situationsbedingt einsetzen. Ein absoluter Klassiker ist zum Beispiel der heilende Nebel. Der heilt dich halt passiv, wenn du in der Nähe davon stehst. Extrem nützlich, benutze ich eigentlich in jedem Kampf. Und ein Klassiker ist natürlich das Bollwerk. Das Bollwerk empfehle ich euch vor allem für den Multiplayer, wenn eure Mates mal sterben. Ja, dann setzt ihr so ein Bollwerk dahin und packt das zwischen den Boss und euren Mate. Und den belebt ihr dann eben wieder hinter dem Bollwerk, ohne vom Boss dabei unterbrochen zu werden. Auch das ist extrem praktisch. Ihr müsst halt immer ein bisschen überlegen, was kann ich gebrauchen. Hier dieser Smaragdgleiter, ja, der flitzt echt extrem agil und viel herum. Den wollen wir irgendwie zur Ruhe bringen. Das kann man über verschiedene Tools. Zum Beispiel über den Stampfer. Ihr seht es ja, wie gesagt, rechts oben. Da sind die Geheimrezepte. Eine Harpune wäre auch eine gute Wahl. Vielleicht aber auch eine Kettenfalle, in die wir den Gleiter reinlocken wollen. Ah, jetzt habe ich leider nicht genügend von den Materialien, von den Fäden. Ja, und ich empfehle euch, diese Fusionskarakuri im Idealfall erst zu benutzen, wenn ihr wirklich verstanden habt, wie das Ganze funktioniert. Wir probieren ihn jetzt mal hier irgendwie in die Falle zu locken, wenn das geht. Dafür natürlich immer zwischen den Boss die Falle packen, in der Hoffnung, dass er eben dann da irgendwie drauf landet. Falls die Bosse gerne auf eure Position springen, dann müsst ihr euch natürlich hier auf der Position befinden. Ihr müsst natürlich immer so ein bisschen smarter um die Kemono rumspielen. Und da ist er in die Falle getappt. Jetzt könnt ihr ganz entspannt eure Fähigkeiten benutzen, was auch immer das Stärkste von euch ist, was vielleicht ein bisschen Zeit braucht oder wo der Boss sich wenig bewegen darf. Da könnt ihr dann wirklich die stärksten Kombos entfesseln, die ihr so drauf habt mit den Basis Karakuri und ihr seht es schon, okay, das hat ordentlich reingeknallt. Das hat wirklich richtig was gebracht. Und diese Fusionskarakuri, die setzen euch dann in die Lage, einfach mal ein paar tausend Schaden zu machen, was sonst völlig undenkbar wäre bei einem Gegner wie diesem Smaragdgleiter, der sich die ganze Zeit bewegt und euch die ganze Zeit mit irgendwas abwirft. Richtig easy ist übrigens auch der Hammer für den Stun. Der macht richtig viel Schaden und wenn er durchgeht, ja, dann guckt der Boss auch erstmal kurz blöd rein. Ist natürlich nicht so krass wie die Falle, aber dafür trifft er einfacher. Sind also manchmal Kompromisse bei den Karakuri. Die Elementarlaterne ist übrigens auch immer ganz praktisch, vor allem natürlich gegen Elementarschaden. Ja, und gerade im Gruppenspiel, da entfesseln diese Fusionskarakuri wirklich ihre Stärke, denn wenn einer eine Elementarlaterne hinstellt, der andere einen heilenden Nebel und der dritte nagelt den Boss fest, dann ist das ein Mehrwert für die ganze Gruppe und alle profitieren davon. Schaut also, was machen eure Mates und probiert das so ein bisschen zu unterstützen. Punkt Nummer 6, Empfehlungen für den Start, das heißt Skilltree-Empfehlungen, was ich euch empfehlen würde, früh zu skillen.
Denn eine Sache im Karakuri-Tree ist besonders wichtig, meiner Meinung nach, nämlich die Heilwassermenge. Ich finde es super nützlich und das gibt's überall hier nochmal im Skilltree versteckt. Mal in der Mitte, mal weiter außen. Ja, und vielleicht sogar ganz am Ende, wo ich noch nicht mal bin, wo ich mich hin vorarbeiten möchte. Und ich finde es immer cool, so ein Ziel vor Augen zu haben. Eine Sache, die mich wirklich weitergebracht hat, ist der verbesserte Jagdturm. Der Erfassungsbereich ist damit so groß, dass ihr halt wirklich alle Kimono auf der Karte mit nur wenigen Jagdtürmen scannen könnt. Machen wir das Ganze mal hier am Jagdturm und ihr seht, das ist meine erste Map. Jetzt habe ich hier sogar viel zu viele aufgestellt. Durch den erweiterten Radius ist einfach nochmal wesentlich mehr abgedeckt. Neben den Jagdtürmen der Heilung möchte ich euch noch Folgendes empfehlen, nämlich ja diese Schreine. Sobald ihr die machen könnt, lohnt sich das, denn das Ganze skaliert. Packt ihr die nach Minato, habt ihr einfach die Chance, jedes Mal, wenn ihr da seid, Ressourcen abzugreifen. Und das skaliert halt, je länger ihr spielt. Das heißt, desto früher ihr das habt, umso mehr Ressourcen habt ihr dann später im Late Game. Könnte also wirklich eine Überlegung sein, das Ganze früh zu holen. Auch hier ist mal wieder Wissen Macht. Die verbesserte Suche vom Jagdturm finde ich total klasse, weil so könnt ihr einfach mal Dokumente und auch die Tsukumo-Upgrades auf der Karte sehen. All diese Fragezeichen hier sind eben noch Tsukumos, die ich finden kann. Und so kann ich ganz gezielt meinen Singleplayer-Modus nach vorne bringen, indem ich die kleinen Kügelchen jage. Falls ihr häufiger im Koop unterwegs seid, dann ist es natürlich ziemlich egal. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit ein paar basalen Tipps zu den Karakuri. Schaut auch gerne nochmal die anderen Wild Hearts Guides, die zusammen mit EA entstanden sind. Und etwas zu den Kimono kommt auch noch auf euch zu. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis im nächsten Video. Bis dann, euer Stefan. Leute, mein Name ist Fahrknapp und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fahrknapp. Bis später, euer Peter. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.